Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Risen 2. Ja, wir sind noch auf Takarigua, immer noch im Lappen und haben noch ein paar Quests offen, die wir vorher machen möchten. Ich zumindest vorher machen möchte. Und zwar einmal hier Peach Schatzkarte und die Zuckerlieferung. Das sind so zwei Sachen, die möchte ich machen, bevor ich Patty eventuell einen Schlafwert verliere. Das wäre nämlich doof. Fangen wir mal mit der Zuckerlieferung an. Müssen wir hin nach da unten, okay. Ja, ist ja ganz schön weit. Schatzkarte. Hm. Ja, dann machen wir es doch so. Holen wir zuerst die Schatzkarte. Holen wir zuerst den Schatz. Und dann den Zucker. Dafür gehen wir jetzt in den Dschungel. Wilden sind ja schon ein Weilchen tot, von daher sollte der Dschungel sicherer sein. Na gut. Das ist ja nix, aber egal. Ich dachte, die haben hier Fallen aufgebaut, aber. Ja, keine Ahnung, wie so eine Falle aussieht. Hoffentlich richtig? Ja. Hier lang, hier durch, dahin. Ein Schwein, das hast du dich fertig, hau rein. Oh, bin ich weg, bin ich weg. Nee. Wo ist Patty dein Auftritt? Ist schon fast ganz gut. Ah, was seid ihr? Krallenaffen, oder? Ja. Patty macht das schon. Aha. Das sind also die Fallen, okay. Das ist ja mies, werde ich glauben. Ein Pete, ja. Schatzkarte erhalten, Proviant erhalten, Internet erhalten. Okay, ja, der Plunder, ne Quatsch, alles. Nee, ist das unter Plunder? Nutzbares? Es wird im Logbuch stehen. Schauen wir uns mal das Intermesser an. 25 bis 30 ist immer noch schlechter als unseres. Der Schatz von Pete. Ist okay. Ah, der ist hier vorne. Oh, drei. Was sind Schweine? Da können wir auch treten, oder? Ne, haben wir nicht gelernt. Haben wir noch nicht gelernt. Müssen wir auch machen. Treten ist bestimmt ganz praktisch. So, das ist der Schatz. Natürlich der beste Ort, hier neben so einem Tempel zu vergraben. Naja. Ich hätte mir vielleicht eine andere Stelle ausgesucht. Ja, mein Gott, hat er schließlich auch in sein Leben bezahlt, ne? Komm schon! Ist
Letzter Erfolg, der Schatz von Pete. Gib her. Ui, 700 Gold, ein Idol, eine Meerschaumpfeife. Feuerwaffen plus 1. Nicht schlecht. Lieber auch wieder ein Questerfolg. Mhm. Wo wir schon mal hier sind, können wir mal kurz in den Tempel reingucken, oder? Wenn seine Patty mitkommt, eventuell kein Problem. Kommst du mit? Jo. Mhm. Ein Sarkophag. Bienenring. Punkt Überzeugung und noch mehr Gold. Dankeschön. Hier ist dicht. Ja, wenn wir hochklettern, hoffentlich komplett hinterher. Wie habe ich Angst? Skanka. Oh ja. Sie habe ich so recht Angst. Gut. Ich bin bei dir. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. Und was dabei? Na, immerhin, eine Kralle. Gold, Goldzepter, goldener Teller. Mhm. Konnten denn die Bilden das hier alles meistern? Das sieht ja auch gefährlich aus. Sind die in der Jones-like? Okay, irgendwo ist was passiert. Nicht hier. Wow. Gut, dass ich noch halbwegs Reflexe habe. Nee. Boah, was ist das? Da möchte ich nicht runter. Zumindest erstmal nicht. So, auf zur nächsten Seite. Mal schauen, was wir hier haben. Hier ist das zweite Idol. Unverschämtheit. Ist das doch mal? Oder wollen wir auch eben drunter springen? Wenn wir sterben, dann lassen wir es. Ansonsten gucken wir mal, was der Typ da so drauf hat. Wahrscheinlich wesentlich mehr als wir. Ohne Patty springe ich da nicht runter. Dass das mal klar ist. Kann ich mit einem Bogen draufballern? Sie kann auch überspringen. Na gut, dann springen wir mal runter. Betty, komm her. Betty, komm ran. Hm.
Wow. Dann mach mal was, Patty. Sieht so aus, als ob ich mich davon nicht raus möchte. Wow. Jetzt dann packen wir das, ne? Hm. Oh, der war knapp. Ja, knapp. Autsch, autsch, autsch. Ja, ja, das war schlecht. Was macht deinen Megaschlag? Ach, was mach ich denn? Bams. Ich hab den Wächterpad gemacht. Hätte ich ja fast nicht gedacht. Aber auch nur durch ewiges Hintergerolle und naja. Patty opfern. Mehr gab's denn nicht, echt nicht? Zwei Idole, ein Ghoul und ein Wächter. Naja, aber die Idole sind sehr wertvoll. Abgesehen von den anderen Schätzen natürlich, die wir bekommen haben. Ja, das hat sich gelohnt. Okay, dann geht's jetzt weiter zu Jacks Leuchtturm. Sag mal, wo ist er denn? Hier den ganzen Weg runter, hier sogar so eine Brücke und dann sind wir schon da, okay. Das sollte ja möglich sein. Hier haben wir noch eine Kiste übersehen. Proviant und 8 Gold, danke. Sehr idyllische Insel. Wenn da nicht die ganzen wilden, miesen Tiere wären, ne? Aber so langsam dezimieren wir die ganzen. Ah, da ist schon die Brücke. Hey, hey, hey. Gib dir einen Fallen. Ein Warzenschwein. Mach doch mal. Ich muss Akku ziehen, Macher. Leben. Danke, danke. Was soll ich wirklich? Hier ist noch ein paar zu schreiben. Das nehmen wir noch mit. Ach ja. Ein bisschen eigen, dass ich Warzenschwein abfangen kann. Ich kann ja gucken sollen, ne? Ist hier was hinterm Wasserfall? Nee. Ist aber auch rein. Ah, hier ist ein kleiner Goldbeutel. 25 Gold. Nein, ne? Nein. Dann sind wir schon gleich da, ne? Na ja, fast. Eben hier diese Brücke. Da
ist auch schon der Leuchtturm. Ja. Soll ein Leuchtturm sein? Ah, ne, nur ein Turm. Okay. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Und hallo, Jack. Ahoi, Junge. Lässt du dir den Wind um die Nase wehen? Ich bin Jack, der Turmwächter. Bin früher selbst zur See gefahren. Und jetzt machst du dir einen ruhigen Lebensabend. Ha, schön wär's, Junge. Ruhig ist hier gar nichts mehr. Nicht seit die Termiten hier aufgekreuzt sind. Termiten? Wie? Ja, und jetzt kommst auch noch du. Und ich frage mich, was du willst. Ich will dir jedenfalls keinen Ärger machen. Ich suche nach Captain Stahlbart. Na, wenn das so ist, dann sind so ein paar Termiten bestimmt kein Problem für dich. Und schon gibt's was zu tun. So sieht's aus. Wegen der Termiten. Ja, die Mistviecher lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Greifen sie dich an? Nein, nein. Die Kleinen sind harmlos, solange man sie in Ruhe lässt. Nur vor den Großen musst du dich in Acht nehmen. Keine Sorge. Du kannst bald wieder ruhig schlafen. Wir kümmern uns um die Termiten. Dafür werde ich mich auch erkenntlich zeigen. Wo ist das Nest? Geh runter zum Strand und folg den Viechern, die da rumwuseln. Wenn du sie nicht angreifst, kannst du ihnen bis zu ihrer Höhle folgen. Ich komme von Boos. Er wartet auf die Zuckerlieferung. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie weg ist. Als mein Kollege aus Sakariko des Nachts kam, waren die Termiten am Strand. Tja, er wollte sie vertreiben und hat sie angegriffen. Hätte er es nicht besser wissen müssen? Nein, immerhin hat er es überlebt, aber die Viecher haben die Lieferung in ihre Höhle geschleppt. Verstehe. Wenn du die Lieferung findest, dann bring sie gleich zu Boos. Und was für Mistviecher? Du kennst bestimmt viele Geschichten. Natürlich, und sie sind alle wahr. Na klar. Erzähl mir mal was von Takarigua. Ist eine schöne Insel, ruhig und beschaulich. Genau das Richtige für so einen Seebär wie mich. Die Inquisition war zuerst hier. Als die Piraten Wind davon kriegten, dass hier Zucker abgebaut wird, hat Boos sich hier niedergelassen. Und das Beste ist, er brennt seinen Rum aus ihrem Zucker. Von den Piraten? Als die Inquisition stark wurde, haben sich die Piraten zusammengeschlossen. Alvarez hat damals den Rat der Kapitäne gegründet. Seitdem nennen sie ihn den Admiral. Aber irgendwas muss passiert sein, denn jetzt gibt es Krieg unter den Piraten. Ein Kapitän kämpft gegen den anderen. Was ist da los? Junge, frag mich nicht. Ich bin zu alt für Krieg. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Das sind wir doch alle. Überschätze. Geschichten überschätze, wirst du so einige hören. Aufmerksam. Neben Gold in Truhen gibt es viele legendäre Gegenstände, die über die ganze südliche See verteilt sind. Was sind das für Gegenstände? Besondere Gegenstände. Jeder von ihnen birgt ein Geheimnis. Jeder hat seine Geschichte. Aber allen ist gemein, dass ihrem Träger gute Dienste leisten. Von denen musst du dir unbedingt welche zulegen. Ich auch so. Schon mal den Namen Mara gehört? Was sagst du da? Sprich diesen Namen nicht aus, das bringt Unglück. Ach komm, das ist doch Aberglaube. Hüte deine Zunge. Es gibt sie, die Wesen aus der Tiefe. Sie werden angelockt von denen, die ihren Namen rufen. Was weißt du darüber? Schluss jetzt. Darüber spreche ich nicht. Und du solltest das auch nicht. Oh. Der feine Herr will nicht übersprechen. Da verkleust das sein Zeug hin. Proviant eine Perle, naja. Wenn er nicht aufpasst. Ja, verschlossen, 30 von 35, verdammt. Kaperfahrten. Die Piraten raubten alles bis auf den letzten Penny aus und nahmen es an Bord. Das Prunkstück war ein wertvoller Handspiegel der Gouverneurstochter. Als sie zurückgekehrt waren, genehmigten sie sich erst einmal einen ordentlichen Schluck Rum. Bei einem Spiel gewann der Wirt jedoch den Spiegel und rückt ihn erst gegen einen angemessenen Preis wieder heraus. Interessant. Ich glaube, den Spiegel haben wir bei Boos gesehen, oder? Naja, den finden wir schon. Okay. Termiten. Wollen wir noch was erfinden? Wenn wir am Strand rumwuseln sollen, dann
Wollten wir sehr bald sehen. Ach, da ist schon einer. Zwei. Dann gucken wir mal, wo sie das Zeug hinbringen. Oh. Nochmal zwei. Klatsch mal die doch mal weg und warten auf die nächsten. Oh, die mieten Krieger sind auch noch dabei. Okay, sind hier in diese Richtung gelatscht. Okay, dann da rechts rum. Oh, der sieht aus wie ein Termitenkrieger. Und das sieht aus wie eine Höhle, okay. Dann können wir sie platt machen. Daneben, daneben. Ich will daneben. So, die Hälfte der normalen Termiten ist tot. Hä? Und da kommen schon wieder drei. Boah, daneben. Ob du dir Scheiße noch was zu schießen? So, die letzte kleine. Ciao. Mann, oh Mann, die halten ganz schön was aus. Außer Patty haut drauf, dann natürlich nicht. Mal gucken, ob hier was bei ist, was auch für uns interessant sein könnte. Nee. Schade. In dem Fall auf zur Höhle. Geht's rechts rum überhaupt zur Höhle? Ja. Huch. Die kann man nicht abwehren. Okay. Den lassen wir mal. Wir sind jetzt nicht wegen Sandteufel hier. Was haben wir hier? Ja, gar nichts. Von der Seite macht man also keinen Schaden, ja, sind halt fett gepanzert, ne?